Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde Ihnen in diesem Video den Umgang mit komplexen Zahlen auf dem Casio FX-CG50 näher bringen. Es gibt auf dem CG50 kein besonderes Menü für komplexe Zahlen, daher wechsle ich hier in den RAN-Matrix-Modus, das werden wir gleich im Video sehen, und werde Ihnen als erstes zeigen, wie man in die Anzeigeform Degree, also Winkeleinteilung von 0 bis 360 Grad, wechselt. Und ich werde Ihnen zeigen, wie man in die Anzeige in Polarform wechselt, die ja eine der Möglichkeiten ist, komplexe Zahlen anzuzeigen. Wenn Sie die andere Form, zum Beispiel mit Radiant und der Komponentenform, bevorzugen, werden Sie diese Einstellung in dem kleinen Video ebenfalls nachvollziehen können. Ich wechsle in den RAN-Matrix-Modus. Ich sehe, dass der Taschenrechner auf Radiant und auf die Komponentenform eingestellt ist. Ich möchte in Degree und in die Polarform wechseln. Das geschieht über Shift, Setup. Dort kann ich herunterblättern bis zu der Winkeleinstellung. Die stelle ich auf Degree mit F1. Blättere weiter, gleich in der nächsten Zeile kann ich den Komplexmodus wählen. Dort möchte ich die Polarform angezeigt haben. Mit F3 geschieht dieses. Execute. Mein Taschenrechner ist auf Degree und auf die Polarform eingestellt. Als nächstes werde ich nun zeigen, wie ich die Zahl 50 mal E hoch I 30 Grad in die Komponentenform umwandle, die in exakter Darstellung mit 25 mal Wurzel 3 für den Realteil plus I 25 für den Imaginärteil daherkommt. In der Dezimaldarstellung kommt dabei raus 43,301 plus 25i. Ebenso einfach wie diese Umwandlung von der Polarform in die Komponentenform daherkommen wird, werden Sie sehen, ist es dann von der Komponentenform wieder in die Polarform umzuwandeln. Den Taschenrechner einmal über Option, auch das werden Sie im Video sehen können, passend eingestellt, können Sie viele komplexe Operationen sehr einfach abgreifen. Auf dem Taschenrechner sieht das Ganze nun folgendermaßen aus. Ich gebe 50 E hoch I 30 ein. 50. Wir sehen den Winkel an dieser Stelle. Shift 30. Execute. Und da der Taschenrechner auf die Polardarstellung eingestellt ist, wird auch an dieser Stelle die Polarform angezeigt. Möchte ich nun das Ganze in die Komponentenform umwandeln, so geschieht das über Option. Hier muss ich nun Komplex wählen, F3, und kann an dieser Stelle nun leicht auf die Funktion der komplexen Rechnung zugreifen. Ich muss nun aber einmal umblättern, F6, und kann an dieser Stelle nun auf die Komponentenform umschalten mit F4. Execute, und mir wird 50 mal E hoch I 30 in der Komponentenform angezeigt, und zwar in der exakten Schreibweise hier mit 25 mal Wurzel 3 für den Realteil und 25 für den Imaginärteil. Möchte ich diesen Anteil dezimal darstellen lassen, so betätige ich die Taste SD und mir wird das Ganze als Dezimalwert dargestellt. Einmal über Option in diesem Menübereich gewechselt, kann ich nun viele, viele Operationen, die zur komplexen Rechnung gehören, ganz einfach abgreifen. Zum Beispiel den Betrag davon zu ermitteln. Betrag der zuletzt angezeigten Zahl, ans, diese Funktion, Shift, ans, execute, und ich sehe den Betrag 50, der natürlich hier auch schon zu sehen war, aber natürlich nicht immer so einfach sichtbar ist. Also einmal über Option diesen Bereich erreicht, kann ich nun alle möglichen komplexen Operationen einfach ausführen. Will ich nun allerdings den Bildschirm löschen, so muss ich mit Exit zurück, Delete, F2, Delete All, F2, mit F1 bestätigen, Yes, und möchte ich dann wieder zu dem Modus in der komplexen Zahlen zurück, so muss ich hier wieder mit F3 da hinein wechseln.
Im letzten Teil des Videos werde ich Ihnen eine sehr einfache Rechenoperation, nämlich die Addition zweier komplexer Zahlen, zeigen. Als Beispiel habe ich da gewählt 50 mal e hoch i 30 Grad plus 10 plus i 100. Dabei herauskommen wir dieser Wert. Ich werde den Wert dann umwandeln in die exakte Komponentenform und schließlich nochmal die dezimale Anzeige zeigen. Auf dem Taschenrechner sind diese Operationen nun sehr einfach durchzuführen. 50 Winkel 30 plus 10 plus i befindet sich auf dieser Taste. Shift i mal 100. Execute. Und ich sehe das Ergebnis in Polarform. Wieder mit Option in den Komplexmodus gewechselt. F3 kann ich nun wiederum mit F6 hier in den Modus wechseln, in dem mir die Komponentenform angeboten wird. Mit F4 erreiche ich diese. Execute. Und ich sehe hier die exakte Darstellung, bei der der Realteil aus zwei Komponenten besteht, damit der Wert exakt angezeigt werden kann. Möchte ich hierfür die Dezimaldarstellung sehen, so muss ich wieder die SD-Taste betätigen und sehe nun auch den realen Anteil als Dezimalwert dargestellt. Ja, ich denke, mit diesen kleinen Beispielen ist Ihnen schon klar geworden, wie man auf dem Casio FX-CG50 mit komplexen Zahlen umgeht. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, so würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.